Herzlich willkommen bei Seelenklang. Heute begrüßen wir euch aus der KHG Regensburg. Die momentanen Umstände schränken das Leben an unseren Hochschulen und Universitäten immer noch sehr ein. Lehrveranstaltungen in Präsenz fallen aus und unsere Freundinnen und Freunde sind verstreut. Wir können nicht miteinander diskutieren oder einander begegnen. Die Worte, die wir sprechen, scheinen ins Leere zu laufen. Lassen wir uns jetzt von Gott ansprechen, der Worte für uns hat, die etwas bewirken. Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich, es stiftet Frieden und Versöhnung. Gib, dass wir es nicht achtlos überhören. Mach uns aufnahmebereit. Und bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das Schöpferische erkläre ich als das Künstlerische. Und das ist mein Kunstbegriff, sagt Josef Beuys. Und der Prophet Jesaja sieht offenbar auch Gott als einen schöpferischen Künstler. Das Wort, das meinen Mund verlässt, kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, was es will. Wir haben das in unserer Hochschulgemeinde ausprobiert, dass wir alle schöpferisch sein und mit unserer Kreativität tatsächlich eine neue Wirklichkeit schaffen können. In einer Aktion haben wir vor einiger Zeit eine Wand mit der Aufschrift Before I Die aufgestellt. Alle konnten draufschreiben oder malen, was sie unbedingt tun wollen und wovon sie sich auf keinen Fall abhalten lassen möchten. Heute haben wir nochmals ein paar Menschen gefragt, wie sie in ihrem eigenen Leben schöpferische Energie entfalten und kreativ sein können. Ich wollte schon immer mal eine lange Wanderung einfach mit Zelt und Rucksack machen. Erleben, wie es ist, eine lange Strecke zu Fuß zurückzulegen und dabei so richtig zur Ruhe zu kommen und zu merken, was für eine Distanz man eigentlich auch zurücklegen kann. Gerade jetzt, wo alles wieder schneller wird, wo auch mehrere Veränderungen jetzt gerade in meinem Leben sind, da habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt gleich diese Woche los. In meinem Leben unbedingt Hebräisch lernen, weil ich diese Sprache wunderschön finde und sie mich inspiriert. Und ich möchte außerdem einen Handstand können, weil ich finde, dass man manchmal die Dinge auf den Kopf stellen muss, damit man alles wieder klarer sieht. Ich möchte einmal in meinem Leben das Paragleiten wagen und die Welt von oben sehen können. Am liebsten bei strahlendem Sonnenschein, mit Sicht aufs Meer oder auf eine Gebirgslandschaft. Ich möchte spüren, wie es ist zu fliegen, sich frei zu fühlen und mich beim Gleitflug von allen Eindrücken inspirieren lassen. Vielleicht für ein neues Lied oder ein Gemälde.
Als alter Herr-der-Ringe-Fan reizt es mich schon immer zu unerwarteten Reisen. Jetzt mit meinem neuen Rennrad habe ich ein größeres Ziel vor Augen, nämlich die Alpen. Südtirol ist immer ein schönes Ziel. Warum da nicht hinfahren? Was mir an den Bergen gefällt, ist das Essen, ist die Aussicht, ist die Musik. Es gibt so viel, was man da erleben kann. Und jetzt mit meiner neuen schönen Kamera kann ich da auch Bilder mitnehmen, festhalten. Deswegen sehe ich es endlich. Before we die, wollen wir ankommen. Ankommen an einem Ort, an dem wir glücklich sind und uns zu Hause fühlen. Wir stehen vor einem neuen Lebensabschnitt und sind gerade sehr intensiv auf der Suche nach einem neuen Ort. Und da ist diese Frage sehr essentiell für uns. Before I die möchte ich auf jeden Fall einen 4000er besteigen. Ich war schon auf vielen 3000ern und ich liebe einfach die Höhe, die Freiheit dort oben. Und jetzt als nächstes ist ein 4000er dran. Und um das zu realisieren, möchte ich auf das Breithorn gehen. Der einfachste 4000er, wie man so schön sagt. Und für mich ist das, denke ich, eine schöne Erfahrung. Hier sieht man es von der Gandeck-Hütte aus. Hier das Breithorn gelegen im Schweizer Kantonwald. Und was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass einmal im Leben hier bei mir auf dem Arm ein Kuckuck landet. Weil ich den Kuckucksruf so sehr liebe und ich es gar nicht erwarten kann, jedes Jahr im Frühling den ersten Kuckuck zu hören. Und ich sehr traurig bin, wenn der Kuckuck dann jedes Mal im Sommer wieder aufhört zu rufen. Geben konnte, Anteilhaber an allem, was die Einzelnen jeweils für sich gehabt hatten. Also stellte er den Menschen in die Mitte der Welt und sprach ihn so an. Wir haben dir keinen festen Wohnplatz gegeben, Adam. Kein eigenes Ansehen, noch irgendeine besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die du dir selbst ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch und Entschluss habest und besitzest. Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und Enge nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selber bestimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dich von dort aus bequemer umsehen kannst, was es auf der Welt gibt. Du sollst dich wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer selbst zu der Gestalt ausformen, die du bevorzugst.
Jetzt sind schon einige kreative Ideen hier auf der Wand. Im Sinne von Josef Beuys ist diese Wand ein Kunstwerk. Vor allem unser eigenes Leben kann ein Kunstwerk sein und wir können Gottes Auftrag erfüllen, wenn wir unseren Wünschen Raum geben und schöpferische Bildhauer sind. Und so ist es jetzt an euch, diese Wand Before I Die mit euren kreativen Ideen und Wünschen zu füllen. Gerne könnt ihr uns dazu auch schreiben und wir nehmen eure Gedanken dann mit auf die Wand. Beten wir jetzt gemeinsam um die Gabe der schöpferischen Gestaltungskraft für unser Leben. Wer mag, kann gerne in das Gebet des Vaterunser mit einstimmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Seelenklang. Die KHG Regensburg wünscht euch eine gesegnete Woche. Bitten wir dazu um die Nähe und das Weggeleit des lebendigen Gottes. Es segne und behüte uns der gütige und menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik.